ARD spendiert beliebter Sendung ein Special. Günther Jauch wird Quizkandidat. Hamburg. Wer hätte nach der ersten Episode von Wer weiß denn sowas? Mit einem so großen Erfolg gerechnet? Laut DWDL schalteten damals, am 6. Juli 2015, lediglich 1,33 Millionen Zuschauer in der ARD ein. 7,5 Jahre später feiert die Sendung mit Moderator Kai Pflaume und dem Quizassen Bernhard Höcker und Elton Moon schon ihre 1000. Episode mit besonderen Gästen. Zu solch einem besonderen Anlass darf die Sendung, die normalerweise unter der Woche ab 18 Uhr ausgestrahlt wird, auf einen prominenteren Sendeplatz umziehen. Die ARD spendiert ihrem Quiz die Primetime am Samstagabend. Zuschauer können am 18. Februar um 20.15 Uhr einschalten. Eine ähnliche Beförderung hat zuletzt schon Beatrice Egli erfahren, die in der ARD nun in Konkurrenz zu Florian Silbereisen tritt. Und wie zu Beatrice Eglis einmaligem Auftritt plant die ARD auch zur 1000. Folge von Wer weiß denn sowas? Einen besonderen Abend. Der Sender hat dafür zwei TV-Schwergewichte eingeladen. Mit dabei sind Talkmaster Markus Lanz und RTL-Star Günther Jauch. Wer wird Millionär? Moderator tritt nur einen Tag zuvor in einer RTL-Sendung an. Günther Jauch nimmt es dabei mit einem Let's Dance-Team auf. Für das bekannte TV-Duo wird bei Wer weiß denn sowas? Ganz groß aufgefahren. Es soll einen roten Teppich und sogar eine Liveband geben. Welche prominenten Quiz-Teilnehmer neben Günther Jauch und Markus Lanz noch eingeladen werden, muss die ARD noch bekannt geben. Immerhin soll das Jubiläum in einem XXL-Format gefeiert werden. Bereits am Samstag lädt der öffentlich-rechtliche Sender zu einem Special von Wer weiß denn sowas? ein. Im Länderduell Deutschland gegen Österreich treten dort Klaus Eberhartinger gegen Jan Delay, Bernhard Paul gegen Lilli Paul Roncalli und Hans Siegel gegen einen noch unbekannten Promi an. 3 Wochen später folgt dann die lang ersehnte 1000. Jubiläumsfolge von Wer weiß denn sowas mit Günther Jauch und Markus Lanz. Auch finanziell setzt die ARD im Vergleich zu regulären Episoden einen drauf. Pro Frage wird nicht um 500 Euro, sondern um 1000 Euro gespielt. Das am Ende erspielte Preisgeld wird anschließend, wie üblich, an das Publikum hinter dem jeweiligen Siegerduo verteilt. Laut DWDL-Informationen haben die Teams mit Bernhard Höcker in der Vergangenheit in etwa so oft gewonnen, wie die Raterunde um Elton. Zu den Gewinnern im ersten zählt übrigens auch eine ARD-Serie, die nach 3 Jahren fortgesetzt wird.